Heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, mehr Durchhaltevermögen in der Oberstufe aufzubauen. Sei es für Doppelstunden, sei es für mehrere Klausuren in einer Woche oder eben auch dafür, wenn du mal eine Hausaufgabe wirklich länger sitzt. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du es eben schaffst, dieses entsprechende Durchhaltevermögen auch wirklich aufzubauen. Denn es ist in der Oberstufe und im Abitur einfach so, dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Das bedeutet, dass du es nicht unterschätzen solltest, wie unglaublich wichtig Durchhaltevermögen und die richtige Ausdauer eben auch ist, damit du, sag ich mal, ja, es wirklich auch einfach schaffst, wirklich konsequent, konkret das Ganze umzusetzen und dementsprechend dann auch weiterhin auch die Leistungen zu bringen, die du dir wünschst. Deswegen lass uns das Ganze einmal anschauen. Es gibt natürlich verschiedene Punkte, an denen du vielleicht das Gefühl hast, boah, ich lasse irgendwie nach. Jetzt würde ich mir ein bisschen mehr Durchhaltevermögen wünschen. Der erste Punkt ist natürlich, wenn sich irgendwie die Wochen und Wochen und Wochen anhäufen, die seit den letzten Ferien vergangen sind und vielleicht die nächsten Ferien mit dem Augenschein zwar schon näher kommen, aber trotzdem noch nicht da sind und man dann irgendwie so die letzten paar Wochen, bevor die nächsten Ferien sind, irgendwie das Gefühl hat von, boah, irgendwie kann ich nicht mehr. Ja? Und was da ganz, 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 ganz wichtig ist, dass ihr anfangt im Jetzt zu leben und nicht die ganze Zeit in der Zukunft. Weil wenn du irgendwie versuchst, dich zu motivieren, jetzt in die Schule zu gehen, aber gleichzeitig ganz einfach daran denkst, dass du ja bald Ferien hast, dann wird das die ganze Zeit einen Konflikt in deinem Kopf auch einfach auslösen und ihr werdet die ganze Zeit das Gefühl haben, dass ihr nur noch warten müsst, bis ihr dann frei seid oder bis dann Entspannung kommt. Der Punkt ist aber der, dieses Hoffen auf die Entspannung sorgt nur dafür, dass ihr im jetzigen Moment eben nicht entspannen könnt und auch keine Leistung bringen könnt. Und das ist ja genau das, was ihr nicht wollt. Sondern macht euch einfach bewusst, jeder Moment, wie er ist, ist jetzt einfach so und ich nehme ihn einfach genauso an. Das bedeutet, wenn ihr gerade in der Schule seid, wenn ihr gerade lernen wollt, dann lernt ihr auch, egal ob es noch 2 Tage oder 200 Tage bis zur nächsten Ferien sind. Und genauso aber auch in den Ferien dann, wenn Ferien sind, dann macht ihr auch wirklich Ferien und denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, in 5 Tagen sind die Ferien wieder zu Ende und dann muss ich ja wieder. Ja, ihr merkt, dieses Denken in der Zukunft sorgt einfach dafür, dass ihr nie genau das einfach auch lernt, was jetzt gerade dran ist. Sei es in den Ferien wirklich, in der Schule wirklich auch zu lernen oder in den Ferien einfach mal zu entspannen. Ja, deswegen trennt da ganz, ganz klar. Dann ein zweiter Punkt, wo natürlich oft das Durchhaltevermögen irgendwie ein bisschen mehr nachlässt, als man sich das vielleicht vorstellen würde, ist am Nachmittag. Ja, du hast irgendwie super spät Schule, hast vielleicht noch irgendein super langweiliges Fach in der letzten Stunde, denkst du, boah, ich bin gar keinen Bock mehr. Kommst dann heim, isst was, gehst an dein Handy, denkst du noch, oh, das Gefühl, du kriegst einfach überhaupt nichts mehr. Ja, da ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, wie du dich nach so einem langen Schultag auch wieder resetten kannst. Ich würde dich auf jeden Fall empfehlen, eine kurze Pause zu machen. Ja, das ist einfach super wichtig, dass ihr nicht noch weitermacht und euch noch mehr pusht. Ich muss aber durchziehen, das wird nicht funktionieren, sondern dass ihr euch wirklich einfach darauf konzentriert, eine Pause zu machen, die aber auch auf eine Art und Weise, wie sie wirklich auch eine Pause ist und für Regeneration sorgt. Sprich, du kannst natürlich direkt an dein Handy gehen und das ist natürlich auch die einfachste Lösung, aber du ruhst dich da nicht wirklich aus. Was ich dir viel besser empfehlen würde, ist, mach ein Powernap, mach eine Meditation, geh duschen, geh kurz eine Runde laufen, alles, was dich irgendwie wieder regeneriert, wieder frischer macht, und dann schaffst du es vielleicht auch nochmal, dich vielleicht eine Stunde konzentriert an die Hausaufgaben zu setzen und da auch nochmal wirklich das Wichtigste zu schaffen. Und dann kannst du ja beispielsweise auch sagen, hey, wenn ich super lange Schule habe, für mich ist es einfach super schwer, dann irgendwie noch konzentriert zu bleiben. Dann machst du halt nur eine konzentrierte Stunde nach deiner Pause und machst danach wirklich Day Off, kannst an deinem Handy sein, wie auch immer du willst, und stehst vielleicht zum Beispiel am nächsten Tag nochmal einen Ticken früher auf, um vielleicht nochmal ein bisschen Unterrichtsvorbereitung zu machen oder was auch immer da gerade wichtig für dich ist. Das heißt, sei auch realistisch. Ja, Durchhaltevermögen bedeutet nicht nur, push dich so weit wie es geht, auch wenn das euch oft sicherlich auch in anderen Videos vermittelt wird, aber das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Angehensweise und auch einfach nicht das, was langfristig funktioniert. Auch nicht erfolgstechnisch, weil du irgendwann keinen Bock mehr drauf hast. Deswegen seid euch auch bewusst, es gibt eine gewisse Grenze. Ihr könnt euch sicherlich in Bezug auf Durchhaltevermögen, kann man sich immer um 10-20% noch verbessern, aber es macht keinen Sinn, sich noch krasser zu pushen, als man derzeit überhaupt in der Lage ist. Das heißt, versucht mit dem Durchhaltevermögen, was ihr jetzt habt, da vielleicht nochmal 10-20% dran zu hängen und dann auch strategisch damit zu sein. Wenn ihr wisst, ich kann mich nur eine Stunde konzentrieren nach der Schule, dann definiert halt davor auch klar, was sind jetzt wirklich die wichtigen Hausaufgaben und die wirklichen Dinge zu lernen, die jetzt den meisten Unterschied in Bezug auf meine Noten und meinen schulischen Erfolg haben, wenn ich dann auch wirklich genau dafür diese Stunde verwende und verwende dann diese Stunde auch genau dafür, dann werdet ihr sowieso schon das Wichtigste getan haben. Und wenn dann ein, zwei andere Sachen nicht mehr passieren, die vielleicht auch ganz nett gewesen wären, aber nicht unbedingt notwendig sind, ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
Und dann gibt es natürlich noch den dritten Punkt. Und zwar sind das natürlich die Doppelstunden. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, findet aus welchem Grund auch immer Spaß an Doppelstunden. Das können ja auch gerne mal diejenigen von euch, die schon sowieso sagen, hey, Doppelstunden machen für mich einfach mehr Spaß. Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare, damit die anderen auch sehen, hey, es gibt auch Leute, die mögen Doppelstunden mehr. Ich zum Beispiel fand auch Doppelstunden richtig lange, richtig ätzend, weil man das, glaube ich, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach in der Mittelstufe, in der Unterstufe einfach extrem selten hat, Doppelstunden. Aber man lernt dann wirklich einfach mit der Zeit, wenn man es zulässt, sage ich mal, Spaß daran, irgendwie das auch sich mit dem Stoff tiefer auseinanderzusetzen. Das war für mich irgendwann die Motivation zu sagen, hey, Doppelstunden sind eigentlich ziemlich cool, weil ich habe viel mehr Fokus. Wenn ihr zum Beispiel vielleicht habt ihr auch mal eine Stunde, wo ihr irgendwie dreimal zwei Doppelstunden hintereinander habt. Manche von euch haben ja auch nur Doppelstunden, glaube ich. Ja, das heißt, für diejenigen, die Doppelstunden überhaupt nicht abkönnen, seid euch bewusst, es gibt Schulen oder Bundesländer, da werden nur oder nahezu nur Doppelstunden gemacht und die sind da gang und gäbe. Wie dem aber auch bei euch im entsprechenden Fall sei, spielt gar nicht so die große Rolle. Das Wichtige ist nur, wenn du eine Doppelstunde hast, find irgendwas Positives daran. Sei es, dass du nicht den Raum wechseln musst, sei es, dass du dich mehr konzentrieren kannst, sei es, dass du dieses Fach an weniger Tagen innerhalb der Woche nur dafür ab und zu ein bisschen länger hast, oder auch einfach nur, weil du dich tiefer mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Ganz, ganz oft ist ja in diesen Einzelstunden so, der Lehrer kommt rein, irgendwer kommt zu spät, es gibt ein bisschen was organisatorisch abzuklären, dann ist danach schon Pause und effizienten Unterricht hat man nur 25 Minuten oder 30 Minuten. Und auch das macht dann irgendwie keinen Spaß, weil es reicht für irgendwie gerade so für die Hausaufgabenkontrolle, wenn das von eurem Lehrer gemacht wird und dann war's das. Ja, und das ist ja auch irgendwie nicht das, was ihr haben wollt. Deswegen findet da was Positives an den Doppelstunden, das ist auch nicht so schwer, da dann das Durchhaltevermögen aufrechtzuerhalten. Die einzige Sache, die ich euch wirklich empfehlen kann, ist mit dem Lehrer zu vereinbaren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass man vielleicht nach der Hälfte, also wenn die eine Stunde rum ist und dann noch eine Stunde aussteht, dass man da eine kurze Klopause macht. Weil das macht wirklich einen großen Unterschied von der Konzentration her. Und auch wenn der Lehrer jemand ist, der sagt, hey, ich will aber, dass wir den Stoff durchbringen, erklärt ihm vielleicht auch, wenn ihr euch ein bisschen mehr konzentrieren könnt, geht der Stoff viel schneller durch und dann holt man vielleicht die 2-3 Minuten Toilettenpause in der Mitte der Doppelstunde auch wieder sehr schnell rein und dann erlaubt euch das in der Regel auch. Deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, wenn du ansonsten noch intensiver an deinem Durchhaltevermögen arbeiten möchtest oder auch andere Baustellen in der Schule bei dir gerade noch beheben möchtest, dann bewerb dich sehr, sehr gerne bei uns ins Traumabitur-Coaching. Dafür einfach auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung klicken, dich einfach unverbindlich und kostenlos bewerben und dann wird mein Team mit dir sprechen, was gerade deine Situation ist und wie wir dir dementsprechend eben auch weiterhelfen können. Deswegen in diesem Sinne denk dran, ich glaube an dich, wir übersehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Praying that I